Boah, es ist schon so spät. Schnell aus hier aus die Federn. Das ist der Kinderkirchenquiz, der nicht besonders schwierig ist. Und wenn dir die richtige Antwort ein, na dann bitte gleich rausschreien. Sind alle bereit? Am Sonntag bin ich fast zu Tode erschrocken. Von Ferne hörte ich die Kirchenglocken. Bravo! Raus aus den Federn und ich blickte nur wie gebannt auf die Kirchturmuhr. Und schon husch ich 1, 2, 3 zum Mesner in die Sakristei. Sehr gut! Ich schlüpfe schnell ins weiße Gewand. Erraten, ich bin ein Ministrant. Doch da fällt mir ein, betrete nie die Kirche, ohne dass du beugst den Knie. Und zu guter Letzt wurde ich noch nasser, denn wie es sich gehört, nahm ich beim Wasser. Fantastisch! Das ist der Kinderkirchenquiz, der ab jetzt besonders schwierig ist. Da wirst du dir die Zähne ausbeißen, das werde ich dir jetzt beweisen. Brot und Wein, das ist wohl klar, stellt man mitten auf den Volksaltar. Es raucht, das finde ich klasse. Die Rede ist vom Weihrauch. Was? Super! Und wenn wir singen, Herz ergreifen, dann spielen dazu die Orgel. Heimen! Und dass du weißt, Gott vergisst dich nicht, brennt davon das ewige Licht. Genau! Das nächste Wort, das errätst du nie. Sehr kompliziert, Eucharistie. Super, die ganze Welt zu seinen Füßen hat er. Die Rede ist vom Heiligen Vater. Der kleinste Staat mit dem größten Mann, das ist in Rom der Vatikan. Und auch die größte Kirche steht am Petersplatz, der Petersdom. Oh! Ihr seid die Besten. Das ist der Kinderkirchenquiz, der nur mehr für Erwachsene ist. Denn jetzt wird es immer, immer schwerer. Drum fragen wir einmal da fällt mir ein, dass ich noch nicht erwähnte. In der Kirche gibt es 7 Sakramente. Sehr gut! Im Islam, da heißt es Muschi. Die Christen nennen sie Kirche. Das nächste Wort reimt sich auf Fackel. Steht ganz vorn der Tabernakel. Genau! Die gute Nachricht hieß im Griechentum übersetzt Evangelium. Boom. Bravo! Das war der Kinderkirchenquiz. Ich hoffe, dass du jetzt gescheiter bist. Doch leider